Ja, hallo zusammen. Ich befinde mich jetzt gerade in Füssen und fahre Richtung Innenstadt. Kommt vom Industriegebiet. Und gleich zum Auftakt ein herrliches Bild. Wenn es verlockend ist, direkt zum Schluss, aber ich werde erstmal hier in die City rein. Um mir hier auch erstmal einen Überblick zu verschaffen. Wobei es sich ja nicht vermeiden lässt, da hochzuschauen. Ist ja schon imposant groß, das Teil. Aber auch die Gassen finde ich wieder unheimlich schön. Ja, und wenn man dann hier so reinkommt Richtung Fußgängerzone, ist das doch wieder mit den Wandmalereien und den Altbauten. In der Mitte dieser schöne Brunnen ist aber wieder ein toller Anblick. Dort rüber ein Blick aufs Rathaus. Und hier in die Richtung Fußgängerzone mit jeder Menge prachtvoller Altbauten. Und einmal Füssen in klein und mit Blindenschrift. Oh, wobei, nein, hier ist ohne Blindenschrift. Oh, ich kenne das nur so mit Blindenschrift, deswegen sage ich das schon automatisch. Also hier nicht. Dort steht, verweile hier, ich zeige dir im Stehen, gehend, mit Fingern sehend aus Sicht des Adlers auf die Stadt, was Füssen dir zu bieten hat. Nett gemeint, aber die Blindenschrift fehlt mir jetzt trotzdem. Von hier nochmal einen schöneren Blick aufs Rathaus. Und dann in diese kleine Seitengasse, wo die Balkone da in diesem rötlichen Haus so schön mit Gold verziert sind. Herrlich, so diese ganzen kleinen Details hier. Kann ich wieder stundenlang erstmal jedes Gebäude einzeln anschauen. Also wie rechts diese Kuppe. Weiter runter dann die Kirche. Ach, und hier rechts, ich muss noch mal kurz anhalten, um euch das richtig zu zeigen. Aber der Blick da unten auf die Kirche ist ja auch nicht verkehrt. Aber hier der Eingang zum Rathaus. Auch beachtlich. Ich gehe jetzt einmal kurz rein in diesen Innenhof. Aber auch nur bis hier vorne hin, weil aufgrund der Corona-Regeln der Zutritt ohne Termin verboten ist. Aber das wird ja wohl erlaubt sein. Nicht wundern, dass ich wieder hoch und runter gehe. Aber sonst kriege ich nicht alles drauf. Hier ist unter anderem auch das Standesamt drin, Bürgerbüro und Museum der Stadt Füssen. Klasse. Ja, und hier wird gerade die Weihnachtsbeleuchtung aufgehangen. Deswegen mal kurz Päuschen, weil da Gegenverkehr kommt. Und hier jetzt noch einmal ganz in Ruhe von unten nach oben. Von dieser Seite jetzt noch mal zu sehen, was das ein Riesenkomplex ist da mit dem Rathaus, Bücherei und was alles so dazugehört. Natürlich sind da unten auch Restaurants drin und Cafés, was man so ein bisschen sieht, aber das ist schon irre. Die Kirche war übrigens Heilige Geistkirche gleich, glaube ich. Sowas stand da dran und hier hat man halt so einen Blick Richtung Lech. Und auch hier noch mal schön zu sehen, was das für ein super Wasser ist. Dort unten im Magnuspark gibt es einen Reptilienzoo. Falls ich doch noch mal einen richtigen Regentag haben sollte, werde ich mir das wohl auch gerne mal anschauen. Ich bin immer noch nicht viel weiter, wie ihr seht, aber immer noch hoch fasziniert. Jetzt geht es gerade erst einmal wieder kurz raus aus Füssen, weil ich da ein interessantes Hinweisschild gesehen habe und mal schauen möchte, ob ich da mit dem Rad hinkomme. Ihr werdet es gleich sehen, hoffe ich. Dort steht einmal seiner Majestät, dem König Maximilian II. Von Bayern. Die dankbare Stadt Füssen. Was ich aber eigentlich sehen wollte, ist hier der Lechfall. Ich gehe gleich nochmal weiter rüber zu der Brücke.
Aber von hier erkennt man es halt schön. So für das erste Stück. Hier so eine kleine Seitenansicht, wie es rechts runterläuft. Und dann schön durch diese Schlucht. Jetzt haben wir die seitliche Ansicht. Das macht es, glaube ich, noch mal klarer, wie imposant das hier ist. Und hier ist der Zufluss. Und jetzt gehe ich runter, soweit möglich, hier zum Lechfall. Werde gleich mal kurz nicht quatschen, weil das sonst immer so laut ist. Auch die Farben sind ja Weltklasse. Und hier jetzt auf der anderen Seite, da wird es nochmal richtig klar, wie groß und tief doch diese Schlucht ist. So sieht's aus. 700 Meter noch, dann wäre ich in Österreich. Was ich aber jetzt definitiv nicht mache. Ich habe eher deswegen angehalten, um dieses Häuschen anzuschauen. Gerade so eine kleine Gasse entdeckt entlang dieser alten Mauer. Ja gut, absteigen werde ich wohl, aber rein muss ich da auf jeden Fall. Ja, man geht im Grunde an diesem ganzen Barockbau vorbei. Mit Blick auf Lech. Und diese Türmchen. Hier rechts von mir geht gleich ein Weg hoch. Da kann ich definitiv nicht filmen, weil der zu steil ist. Aber da möchte ich gerne hoch, um den Rest von diesem herrschaftlichen Anwesen auch noch zu sehen. Wie ihr seht, mein Rad steht schon. Ne? Man kommt durch diesen Bogen und hat direkt den Blick auf diesen riesigen Turm. Oben mit der Uhr, aber die Uhr geht falsch. Und da unten geht es einfach wieder runter zur Gasse. Ich dachte, man kommt jetzt nach St. Mann hoch. Habe ich das schon gesagt? Hohes Schloss St. Mann? Ich weiß es nicht. Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Ich gucke mal, ob es von der anderen Seite geht, weil hier vorne sind nur Treppen. Und das tue ich mir echt nicht an. Nicht mit Rad, da müsste ich das gleich erst abstellen. Ich schwenke gerade nur mal. Da kommt eine Schulklasse. Um einmal dieses Gebäude ganz drauf zu haben. Also die Front im Grunde. So, hohes Schloss. Und was ist drinne? Finanzamt Kaufbeuren, Außenstelle Füssen. Aber zumindest ist die Zufahrt frei, dass man mit dem Rad hier hoch kann. Das ist auch schon viel wert. Und wettertechnisch habe ich echt Glück. Also ihr seht ja selber, wie duster das da aussieht. Es sollte ja mehr oder weniger den ganzen Tag Regen geben, immer mal wieder, oder Schnee sogar. Aber habe ich echt Glück gehabt. Jetzt sehe ich da oben auf dem Berg gerade noch was. Kann ich das mit Brille kaum erkennen. Ich zoome mal einfach mal. Da sind drei Kreuze auf irgendwas Gebautem. Okay. Kann ich so nicht erkennen. Vielleicht steht es gleich noch irgendwo erklärt. Ansonsten auch hier der Blick über die Dächer ist toll. Und natürlich Landschaft, ne? Was man sieht. So, jetzt geht's durch den nächsten Torbogen. 1899 steht da oben drüber. Ich finde es ja schon ein bisschen unverschämt, dass ein Finanzamt in so einem Gebäude ist. Aber ich weiß ja auch nicht, wie sich das Ganze hier finanziert. Deswegen wird schon passen. Hey Hitzka, schaut euch das an. Ach, da wird es noch besser gleich. Oh, Leute, die ganze Zeit mit einer Hand hier, mit der anderen filmen. Geht ganz schön in die Arme und in die Beine. Ist ja herrlich. Die konnte ja gerade nicht filmen. Echt Weltklasse.
Ja, ich musste denselben Weg raus. Einerseits schade, andererseits Glück gehabt, sonst hätte ich den Turm von der Seite gar nicht mehr gesehen. Ist eine schöne Anlage, echt schön. Wäre schön, wenn man jetzt noch oben drauf könnte, um die Aussicht zu genießen. Das ist aber leider nicht möglich, hier am hohen Schloss zu füssen. Und hier jetzt nochmal so ein Blick auf die Rückseite, die Richtung Park ist. Und da ist auch so eine schöne Ruine, wo ich aber jetzt gleich erst gucken muss, wie das gute Stück überhaupt heißt. Ja, hier steht leider kein Schild oder irgendwas. Daher, wenn es einer von euch weiß, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Würde ich doch gerne wissen. Ansonsten hier nochmal die rückseitige Ansicht von dem Gebäude. Also von dem Hohen Schloss. So, und jetzt schlendere ich noch einmal hier durch die Altstadt. Entlang dieser Gebäude. Also mit der Malerei, habe ich vorhin schon mal gesagt, denke ich, haben die es echt drauf hier. Schaut euch das auch mal frontal an. Ich biege hier nochmal in eine andere Gasse ab. Da gibt es Bärenbräu. Aber ich meinte eigentlich eher das Gebäude. Ich habe nur gerade Bärenbräu gelesen. Und hier wieder so ein schönes Denkmal. Rundum liegen so Säcke. Und die Herren haben irgendwas mit Schabern und sowas in der Hand. Aber auch hier steht nichts dran. Das ist echt ätzend. Hier gegenüber das alte Feuerhaus. Dass mich das immer so ein bisschen ärgert, werdet ihr verstehen. Wenn so Denkmäler sind und nichts erklärt. Habe ich wenig Verständnis für. Da muss ich mich entschuldigen. Hier drinnen steht es eingeritzt. Der Mensch ist soweit frei, als er reif ist. Brot, Teil des Lebens. Hier wieder eine dieser weiteren schönen kleinen Gassen. Schaut mal hier diese Gasse durch und dann im Hintergrund, ich zoome das Ganze mal kurz, wieder so ein herrliches Türmchen. Ja, ich würde sagen, da es jetzt langsam dämmert und dunkler wird und ich noch zurückfahren muss, mache ich es wie die Damen hier. Ich verabschiede mich, werde mich waschen, so wie die beiden Linken hier, und dann rechts, wie die Dame im Bild, werde ich noch ein Buch lesen und den Abend ausklingen lassen. Ich hoffe, Füssen an sich hat euch hier das erste Video gefallen. Da wird es noch eins geben. Aber ich hatte heute halt nur so einen angebrochenen Tag noch und wollte da schon mal loslegen. Daher hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut, euer Markus.